Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael. Ja, schön, dass wir heute wieder beieinander sein können zum Selbstsicher Live. Wobei ich das letzte Mal festgestellt habe, dass bei der Aufzeichnung, warum auch immer, Mensch, ich könnte das eigentlich gleich mal überprüfen. Das sehe ich hier gar nicht, okay. Dass bei der Aufzeichnung irgendwie die ersten paar Sekunden gefehlt haben. Und falls das heute wieder so ist, sage ich einfach nochmal. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael zu einem Selbstsicher Live. Und heute haben wir das Thema Nein sagen dürfen. Ah, du kennst es vielleicht. Nein sagen fällt manchmal sehr, sehr schwer. Und ich gestehe auch mir. Ja. Und diesem Thema werden wir uns heute mal widmen. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich muss das mal gerade selber checken. Denn das ist ja nicht immer so ganz einfach. Schaut aber gut aus. Ja, funktioniert. Alles klar. Nachdem ich heute erstaunlicherweise noch keinen einzigen Zuschauer habe, habe ich mal kurz selbst überprüft. Macht nichts, die werden schon noch kommen. Ihr werdet schon noch kommen. Super, also fange ich doch mal trotzdem an. Denn die Aufzeichnung bleibt ja lange stehen und von daher mache ich einfach wie gewohnt weiter. Ich hoffe nicht, dass es irgendein technisches Problem gibt, weil sonst haben wir um die Zeit schon mindestens 10 Teilnehmer und heute ist es irgendwie noch null. Kann aber auch sein, dass das hier mir falsch angezeigt wird. Falls du also zuschaust, freue ich mich über eine kurze Nachricht im Chat und natürlich über ein Like und natürlich über ein Teilen und über jede Form von Kommentar. So, das dazu. Ja, wie ist es so mit dem Nein sagen? Ich meine, wir wollen ja hilfsbereit sein, ja? Nett sein, höflich sein, freundlich sein, zuvorkommend sein. All diese Geschichten. Also wir sind es eigentlich von der Erziehung so gewohnt, dass wir für andere da sind. Komisch, dass manche das sind, und zwar manchmal sogar permanent sind, fast schon übertrieben oder sogar definitiv übertrieben sind, und andere halt gar nicht. Ja, kann man jetzt sagen, okay, die einen sind vielleicht besser erzogen als die anderen, aber ich glaube gar nicht, dass es damit zu tun hat, denn meistens haben wir in der Erziehung ziemlich ähnliche Dinge gehört, aber wir machen es halt oder wir machen es halt nicht, und das hat eher mit unserer Persönlichkeit zu tun. Also mit unserer Persönlichkeitsstruktur, welcher Typ sind wir? Und ganz klar auch damit, wie wir uns fühlen. Also zum Beispiel auch, wie selbstsicher oder unsicher wir uns fühlen. Auch das spielt da nämlich rein. Also das Thema Selbstwert beispielsweise und lauter solche Sachen. Das werden wir uns auch mal anschauen. Früher war das natürlich relativ einfach. Ja, der Obere hat dem Unteren gesagt, was er zu tun hat. Also der Chef hat es dem Manager gesagt, der Manager dem Mitarbeiter. Oder dem Teamleiter und dem Teamleiter dem Mitarbeiter und dem Mitarbeiter dem Praktikant und so weiter. Also immer schön von oben nach unten. Auch in der Familie, der Vater, ja, auch der Mutter, ja, definitiv. Ja, ich weiß nicht, das glaube ich, gibt es auch heute noch in einigen Familien, aber früher war das gang und gäbe, wurde auch überhaupt nicht hinterfragt, da war das selbstverständlich. Wenn mein Vater was gesagt hat, dann ist meine Mutter gesprungen. Das war einfach so. Ja, da wurde gar nicht drüber nachgedacht, das war selbstverständlich. Und wenn einer von den beiden was gesagt hat, dann mussten wir Kinder springen und wir haben es natürlich auch getan. Immer bis zu einem gewissen Grad, weil so in der Pubertät wurde ich dann schon etwas aufmüpfig. Aber grundsätzlich war das natürlich ganz selbstverständlich. Und der größere Bruder, der war ich, hat es dem kleineren Bruder gesagt, weil mein Bruder hat es nicht immer so ganz funktioniert, aber trotzdem. Grundsätzlich war die Tendenz immer von oben nach unten, konnte man anschaffen und dann hat es funktioniert. Jetzt gibt es dieses oben unten heute eben nicht mehr so stark. Selbst in Firmen, ja, natürlich gibt es noch einen Vorgesetzten oder einen Chef oder Chefchef oder was auch immer. Aber auch da ist es zumindest bei uns in Deutschland nicht mehr so stark, dass der einfach eine Anweisung gibt und dann muss es ausgeführt werden. Das ist in anderen Ländern teilweise ganz anders. Ich hatte jetzt gerade diese Woche ein Seminar mit durchaus internationalem Publikum drin, unter anderem Italiener, die sind da schon deutlich hierarchieorientierter als wir Deutsche, und ein Russe, und der ist noch viel hierarchieorientierter, als wir es vielleicht überall in Europa sind. Da, wenn es darum geht, einen Order zu geben, dann zieht er die harte Nummer aus. Umgekehrt allerdings folgt er auch sofort, wenn er von oben Anweisungen kriegt. Also da ist es noch, ich sag mal, fast militärisch. Ja? Vielleicht nicht überall in Russland, aber bei dem Teilnehmer, der aus Moskau dabei war,
Da war das schon in manchen Sachen deutlich zu spüren. Also trotzdem, bei uns ist es eben nicht mehr so stark, von daher kann man durchaus auch mal das ein oder andere nicht ausführen, was den Chef angeht. Aber warum ist das überhaupt wichtig für unser Thema? Es geht ja nicht ums Ausführen, sondern es geht ja ums Nein sagen dürfen. Und das erwähne ich deswegen so umfangreich, weil, ja, weil das bei vielen eben noch drin ist, von der Erziehung her, von der Denkweise her, aber auch, weil es ganz schnell, und das ist der Umkehrschluss, weil es einen ganz schnell in die Position des Unteren rutschen lässt, wenn man für andere ständig da ist. Das heißt, selbst dann, wenn der andere zum Beispiel ein gleichwertiger Kollege, also nicht hierarchisch höher gestellt, dich um einen Gefallen bittet und du sagst ganz einfach ja und machst es, dann hast du da vielleicht nicht bei einmal, aber wenn das regelmäßig vorkommt und umgekehrt nicht, hast du dich damit automatisch unten drunter gestellt. Und das darf man nicht ganz unterschätzen. Das passiert nämlich durchaus sehr, sehr häufig. Ja, in manchen Unternehmen sind es immer die gleichen, die das Kopierpapier nachfüllen oder die Spülmaschine ausräumen, obwohl sie nicht unbedingt höher oder tiefer gestellt sind. Aber irgendwann sagen sie, ja, macht ja sonst keiner und dann mache ich es halt. Was an sich super ist, aber nicht, wenn man es dauernd macht und wenn es nie einer von den anderen macht. Ja, dann wird es einfach zu viel. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, was ich nämlich auch immer wieder erlebt habe und auch schon von vielen Teilnehmerinnen bestätigt bekommen habe, dass es so ist. Das ist nämlich das, wenn es zwischen Männern und Frauen geht. Stell dir folgende Situation vor: ein Meeting, ganz normale Besprechung, am Tisch sitzen eine ganze Menge Leute, beiderlei Geschlechts. Hallo Gabi, schön, dass du dabei bist. Nachdem du ja schon geschrieben hast, dass du gut Nein sagen kannst, bin ich mal gespannt, ob du vielleicht trotzdem noch den ein oder anderen Tipp mitnehmen kannst. Würde mich zumindest sehr freuen. Also zurück zur Geschichte. An dem Tisch sitzen Männer und Frauen, mehr oder weniger alle auf der gleichen Hierarchieebene. Vielleicht ist auch mal einer dabei, der es nicht ist, aber im Großen und Ganzen. Und jetzt steht dann die Frage nach dem Getränke besorgen im Raum oder die Frage nach Protokoll schreiben oder die Frage, wer reserviert fürs nächste Mal einen Raum oder ähnliches. Ja, also so diese typischen Aufgaben, die halt irgendwer machen muss, für die sich aber keiner zuständig fühlt. Wer meldet sich? Meistens eine Frau. Ja, auch da, natürlich ist es okay, sich zu melden, aber nicht, wenn man es immer macht und nicht, wenn es die Männer nie machen. Denn das lässt die Frauen, und das ist jetzt gar nicht böse Absicht, aber wenn Männer erleben, um solche Aufgaben kümmern sich immer die Frauen, dann haben die Frauen natürlich automatisch, und wie gesagt, nicht mit böser Absicht, also so, das entscheide ich jetzt oder so sehe ich das ab sofort oder so will ich das ab sofort sehen, sondern automatisch so aus dem Gefühl heraus, ja, die machen es ja immer, ist ja klar, solche Aufgaben sind typische Frauenaufgaben. Ja. Und deswegen kann ich auch da nur allen Frauen empfehlen, ja, macht es, aber macht es nicht unbedingt immer und nicht, wenn es die anderen, also sprich die Männer, nicht auch machen. Ja, man muss es dann nicht gleich zickig reagieren, wie man es richtig macht, werden wir später noch anschauen. Aber eben lasst euch da nicht, ja, vor den Karren spannen und wie eine Dienstmagd behandeln, um es mal ganz krass auszudrücken, damit es in der Übertreibung auch eine Wirkung hat, ja. Also das ist was ich immer wieder erlebe und was ich, wie gesagt, auch schon oft bestätigt bekommen habe von Teilnehmerinnen, die dann sagen, ja, stimmt, genau so mache ich es eigentlich immer, weil ich lieb und nett sein will. Ja? Also auch da bitte aufpassen, es ist ganz schnell eine Falle. Denn wie nimmt man denn Ja-Sager wahr? Das darf man auch nicht unterschätzen, ja, weil natürlich macht es jemand aus dem Wunsch heraus, als nett und höflich zu gelten. Aber die Frage ist, wie wird er denn von anderen überhaupt gesehen? Wird er überhaupt als nett und höflich gesehen? Ja, bis zu einem gewissen Grad spielt auch das eine Rolle, so dieses teamfähig, hilfsbereit, ja, zuvorkommen, sowas. Ja, wunderbar, super. Aber Ja-Sager werden eben auch eben, ja, also die Handlanger gesehen, ja, die man jederzeit schicken kann, die man jederzeit nutzen kann. Ich habe jetzt bewusst nicht ausnutzen gesagt, sondern nutzen kann, aber letztendlich wird daraus natürlich ein Ausnutzen. Und das andere ist auch, dass Ja-Sager, und ich habe solche Aussagen gehört, die sind jetzt nicht von mir,
dass Ja-Sager zum Beispiel angesehen werden als die haben kein Rückgrat, ja, die haben selbst keine Meinung, die sehen sich selbst nicht als kompetent für andere Aufgaben an. Also durchaus wird da von manchen die harte Sichtweise auch ausgesprochen, dass eben Ja-Sager, ich sag mal so, die Schwächlinge sind. Ja. Oft mit krasseren Wörtern ausgedrückt, vielleicht aber gar nicht so krass gemeint, aber trotzdem, das ist das, wie Ja-Sager gerne gesehen werden. Und übrigens habe ich da mal, das werde ich nie vergessen, das habe ich tatsächlich mal gehört von einem patriarchischen älteren Seniorchef und Inhaber eines Unternehmens, der dann, er meinte es oder er glaubte natürlich, dass er es scherzhaft sagte, aber da war natürlich eine ganze Menge Wahrheit dahinter. Und der hat gesagt, ich brauche Menschen mit Rückgrat neben mir. Und dann hat er so eine Andeutung gemacht, so ein Ding, hat er gesagt, damit ich mich aufstützen kann. Und Ja-Sager waren für ihn Menschen ohne Rückgrat. Gut, Rückgrat-Leute waren für ihn die Stütze. Das hat er scherzhaft natürlich auch negativ gemeint, aber er meint, er braucht Leute, auf die er sich stützen kann, weil er Ja-Sager, und das war bei ihm an einer anderen Stelle noch viel krasser, als Weicheier betrachtet. Er hat nicht Weicheier gesagt, er hat noch was Schlimmeres gesagt, was ich hier nicht wiederholen möchte. Ja? Also klar, das ist jetzt die ganz krasse Nummer. Sowas sagen wenige. Es denken sich noch etliche mehr, aber ich hoffe, dass es sich auch nicht allzu viele denken. Doch trotzdem, in solchen Einzelaussagen sieht man zumindest, wie das wahrgenommen werden kann und wie es im Extremfall auch wahrgenommen wird, wenn jemand ständig für andere da ist, ständig nur Ja sagt und sich nie traut, irgendwo Nein zu sagen. Und es geht ja noch weiter. Es geht ja nicht nur um Aufgaben. Ja? Also füllst du mal das Kopierpapier nach? Ja, mache ich. Ja? Sondern es geht ja auch darum, dass man in der Meinung dann immer nur Ja sagt. Das heißt, dass man, wenn jemand etwas sagt, mit dem man nicht einverstanden ist, entweder sogar zustimmt, was das noch krassere wäre, obwohl man nicht einverstanden ist, oder halt einfach schweigt und sich nicht traut, irgendwas zu sagen. Und auch das, liebe Damen, die zuhören, fasst euch an die eigene Nase, da passiert das tatsächlich noch häufiger als bei Männern. Hat bestimmte Hintergründe, auf die ich jetzt nur rudimentär eingehen kann. Aber bei Frauen steht viel mehr im Vordergrund, dass sie die Beziehung nicht gefährden wollen. Denn das ist auch einer der Gründe. Ja, sie wollen die Beziehung nicht gefährden und sind deswegen lieber Ja-Sager, lieber zurückhaltend, lieber nett und höflich, als dass sie auch mal sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist oder wenn sie etwas nicht gut finden. Und naja. Was daraus entsteht, kann man sich, glaube ich, gut ausmalen. Ja? Jetzt schauen wir mal, warum sagen wir überhaupt so viel Ja? Und das Erste ist natürlich, dass diejenigen, die uns um Gefallen bitten, die uns um Hilfe bitten, dass die natürlich oft auch ganz schön fiese Tricks haben. Nicht böswillig, ja? Nicht, manche schon, aber die meisten eher nicht. Aber die kommen dann gerne mit dem Hotel, wie komme ich jetzt auf Hotel? Mit dem Kompliment. Ja, nach dem Motto, oh, du machst doch das so gut oder du hast doch das letzte Mal das auch so schnell hinbekommen, kannst du mir mal zeigen, wie X und Y geht und lauter so Geschichten. Also erstmal kommt was Nettes, dann kommt gerne auch so was Höfliches, so ein Motto, ich möchte dich nur um einen kleinen Gefallen bitten oder kannst du mir einen kleinen Gefallen bitten tun. Ich meine, wer sagt schon nein, wenn er gefragt wird, kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Wobei da die erste Antwort schon mal wäre, kommt drauf an. Ja, aber die meisten sagen ja, gerne oder irgend sowas. Also da erstmal aufpassen. Und dann loben sie natürlich und dann sagen sie auch Danke, zumindest die meisten, damit sie das nächste Mal wiederkommen können und dich wieder um den Gefallen bitten können. Und das ist halt so diese Gefälligkeitsfalle, in die man da ganz schnell reintappt. Und wenn man da mal drin ist, dann wird man eben auch so gesehen und dann wird es immer schwieriger, da wieder rauszukommen. Und zwar einmal, weil man selber, ja, wie soll ich sagen, dann nicht so gerne Nein sagt plötzlich, nach dem Motto, bisher habe ich auch immer Ja gesagt, wenn ich jetzt Nein sage, ist es komisch. Es kommt tatsächlich vielleicht auch bei den anderen komisch an, die ja ganz was anderes von dir gewohnt sind. Und vor allem, du bist es gewohnt, es zu machen, und die anderen sind es gewohnt, dass du es machst. Also von daher, nicht einfach, aber es ist wichtig,
dass man da dran bleibt und dass man mehr und mehr Nein sagt. Wenn du aber bisher, ich sage mal, von 100 Mal 95 Mal Ja gesagt hast, dann geh jetzt nicht bei 100 Mal gleich auf 0 runter oder auf 5 runter, sondern gleiche dich langsam an, damit die anderen eben nicht sagen, ist jetzt eingeschnappt, ist jetzt beleidigt oder ist er jetzt beleidigt, was hat er denn oder ähnliche Sachen, ja? Also nicht gleich die extreme Schiene gehen. Und jetzt schauen wir nochmal an, was sind denn so die Ursachen überhaupt für das dauernde Ja sagen statt Nein sagen? Und das geht bei manchen, also grundsätzlich ist es natürlich sehr nett und sehr höflich und sehr hilfsbereit, anderen zu helfen. Es zeugt von Teamfähigkeit, von beziehungsorientiert, von menschenorientiert, vom Gegenteil von Egoismus bis hin zu Altruismus, ja, was ja das Gegenteil wäre. Aber es kann eben auch ausarten und dann geht es bis hin zum Helfersyndrom. Und du kennst sicher so Menschen und vielleicht kennst du einen besonders gut, manche zumindest von euch, der unter diesem Helfersyndrom leidet. Sprich, der stets für andere da ist und nie für sich. Und dass das natürlich nicht gut ausgeht, ist logisch. Im NLP sprechen wir sogar davon, dass wer so stark immer nur für andere da ist und sich selbst vernachlässigt, weil das natürlich mit bestimmten Glaubenssätzen und Werten und so weiter verbunden ist, früher oder später sich daraus eigene Krankheiten kreiert. Ja? Also so weit kann das gehen. Ich will es nicht für niemanden den Teufel an die Wand malen, aber da gibt es tatsächlich kausale Zusammenhänge. Sehr viel hat da Robert Dilts rausgefunden, mein Liebling im NLP, der ja aus dieser Geschichte heraus entdeckt hat, warum seine Mutter an Krebs erkrankt war und aber daraus auch eine Heilungsstrategie entwickelt hat, wie er helfen konnte. Und sie hat entgegen aller Aussagen der Ärzte noch 16 Jahre gelebt, und zwar symptomfrei, im Gegensatz zu dem, was die Ärzte gesagt haben, die ihr schon geraten haben, ein Testament zu machen. Ja? Also es zeigt, und es muss natürlich jetzt nicht Krebs sein, um Gottes Willen, ja, aber es zeigt, wie schnell so ein Helfersyndrom über die damit verbundenen Glaubenssätze und alles, was dahinter steckt, zu ernsthaften Problemen führen kann. Lass es mich mal so ausdrücken. Also von daher, Helfersyndrom ist eine große Gefahr, ist aber so eine typische Ursache fürs Nicht-Nein sagen dürfen. Das andere ist natürlich, und da haben wir schon ausführlich in anderen Situationen drüber geschrieben, diese Angst vor Ablehnung, ja, warum die so dramatisch ist, weil sie eben früher den Tod bedeutet hat. Ja, wenn wir früher aus der Sippe, aus der Familie ausgestoßen wurden, dann waren wir allen Feinden ausgesetzt. Und wir hatten früher auch nur eine Gruppe, in der wir dabei waren. Heute ist das natürlich was anderes. Aber tief in uns verwurzelt ist diese Angst vor Ablehnung, die wiederum verbunden ist mit ausgestoßen werden und damit mit dem Tod. Ja, eben auch aus der Kindeserziehung, das Beispiel habe ich auch schon mal genannt, heraus empfinden wir das dann auch als Liebesentzug. Wir werden nicht mehr gemocht, selbst dann, wenn diese Person überhaupt keine Person ist, die mit der wir irgendwie in einer Liebesbeziehung sind, also zum Beispiel Eltern oder Partner oder sowas. Ja, selbst ein Kollege oder ein Chef ist es dann wie so ein, empfinden wir, vergleichen wir auf der unbewussten Ebene mit einem Liebesentzug Zug eines wichtigen Menschen. Und haben deswegen da so viel Angst davor. Also das ist ein weiterer Grund, diese Angst vor Ablehnung und Liebesentzug. Der nächste Grund ist eben tatsächlich egoistisch zu wirken. Ja, wir haben in der Erziehung ganz oft gehört, dass wir nicht egoistisch sein sollen, dass wir uns nicht wichtig machen sollen, dass wir uns nicht in den Mittelpunkt stellen sollen. All diese Sprüche, ja, die alle immer auch irgendwo eine gewisse Wahrheit drin haben. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt komplett verkehrt ist und dass du zum Egoisten werden sollst, um Gottes Willen. Ja, aber es ist wichtig, hier die Balance zu halten zwischen einem, ja, dich selbst eben auch wichtig nehmen, dir selbst auch was Gutes tun, dich eben nicht ausnutzen lassen und auf der anderen Seite trotzdem Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und all diese Dinge. Und das hat sehr viel mit Balance zu tun, ja, unbedingt sogar. Denn der nächste Punkt ist das Thema Selbstwert. Ja. Wenn du es dir selbst nicht wert bist, dich um deine Dinge zu kümmern, dann bist du schnell bereit, andere in den Vordergrund zu stellen. Dann sind andere immer
irgendwo so etwas Mehrwert. Und wer Mehrwert ist, hat offensichtlich diese Rechte, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, der Obere darf dem Unteren alles anschaffen. Ne? Also ist auch so ein Thema, warum wir das oft tun, weil wir uns selber für so unbedeutend und für so wenig wertvoll halten, dass andere automatisch Mehrwert sind und uns dann entsprechend alles Mögliche auftragen dürfen. Nicht schön, ist aber eben oft so. Der nächste Punkt ist natürlich gerade im Job oder auch in Beziehungen Angst vor Konsequenzen. Also gut, Liebesentzug ist ja auch schon so eine dieser Konsequenzen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber auch andere Konsequenzen. Also beispielsweise ein anderer Kollege könnte Vorteile daraus ziehen oder bei der nächsten Beförderung werde ich nicht berücksichtigt oder beim nächsten Streit muss ich mir anhören, dass ich mich nie um den Müll kümmere oder ähnliches, ja. Also diese typischen Konsequenzen, die manchmal dann auch zu hören sind, gerade in einer Beziehung oder die man zumindest befürchtet in der Firma. Das geht ja sogar so weit, dass manche Leute Angst haben, wenn sie nicht dem Chef alles, ich sag mal, alles machen, was er sich wünscht, dass sie Angst haben, gekündigt zu werden. Also hallo, wir haben in Deutschland Kündigungsschutz. Das ist gar nicht so einfach, ja. Aber es ist bei vielen so im Hinterkopf drin. Und übrigens, gerade, ich habe es ja gerade erzählt, dass ich jetzt gerade wieder sehr viel Nichtdeutsche in der Seminargruppe hatte, Dänemark, Italien, Amerika, Russland. Da gibt es den Kündigungsschutz nicht. Die kennen sowas nicht. Da kann jemand gekündigt werden. Ja? Und auch da wird er nicht gekündigt, nur weil er mal zu etwas Nein sagt. Also die Gefahr ist nicht so groß, wie das in unserem Unterbewusstsein oft vorhanden zu scheinen scheint. Ja? Ein weiterer Grund ist natürlich die Angst, den anderen zu verletzen. Also wenn ich Nein sage, könnte ja der andere sich zum Beispiel zurückgestoßen, abgelehnt fühlen, Liebesentzug fühlen, vielleicht auch einfach nur blamiert fühlen, weil er hat um was gebeten und kriegt jetzt einen Korb. Ja? Ja, das hat ja auch immer was mit Peinlichkeit oder sowas zu tun. Und wir haben ja Empathie und wir wollen ja den anderen nicht wehtun, den anderen nicht verletzen. Also auch das ist so ein typischer Grund, diese Angst, dem anderen irgendwie weh zu tun, den anderen zu verletzen. Auch ein Grund, aber hallo, deswegen darf der uns doch nicht die Zeit wegnehmen oder an sonstige Dinge. Also auch hier ist es eine Frage der Balance und dann, und das ist das Entscheidende, natürlich der Frage des Wies. Also wie sage ich ihm Nein? Wenn ich natürlich sage, Barsch, was weiß ich, nee, du Depp, mach's selber, mach's doch gefälligst selber, dann ist es klar, aber dann ist wahrscheinlich sowieso ein größeres Problem vorher auch schon da gewesen, wenn man so miteinander redet, ohne dass es lustig gemeint ist, meine ich jetzt natürlich, ja. Sondern man muss es natürlich dann auf eine respektierende, höfliche Art und Weise sagen. Ich werde da später noch ein paar kleine Beispiele nennen. Ja? Niedrigen Selbstwert habe ich schon angesprochen und dann ist es generell auch so dieses Thema Unsicherheit. Ja, wer unsicher ist, der traut sich eben nicht irgendwas zu machen, weil er nicht weiß, wie reagiert man, wie macht man es, all diese Dinge, steckt ja alles Mögliche dahinter. Das sind so die Gründe, warum wir uns oft nicht trauen, Nein sagen zu dürfen. Der nächste Punkt ist jetzt, warum sollten wir überhaupt Nein sagen? Ja, weil im Grunde ist es doch nett und schön, wenn wir anderen helfen. Aber klar, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Gründe, warum wir Nein sagen. Und der erste Grund ist so kurz wie das Wort Nein, nämlich vier Buchstaben und es heißt Zeit. Ja, ganz klar. Wenn man ständig für andere da ist, dann kostet es immens viel Zeit. Das nächste ist einfach der Selbstschutz vor Überforderung und auch vor Überlastung und davor, die eigene Arbeit nicht zu schaffen, weil man vielleicht einmal die Zeit, aber auch weil man im Kopf vielleicht dauernd woanders ist, weil man sich nicht konzentrieren kann, weil man dauernd abgelenkt wird, weil man dauernd mit anderen irgendwie in Interaktion ist, statt sich hinsetzen zu können und seinen Job in Ruhe zu machen. Nicht nur Zeit, sondern eben auch Konzentration und Leistung und alles, was dazugehört. Also auch da spielt es natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ein weiterer Grund ist, eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, zu zeigen, dass man eben nicht der Ausführende, die Hilfskraft, der Hiwi für alle anderen ist, sondern dass man auch seine Rechte hat und dass man es als ein Geben und Nehmen sieht, als einen fairen Ausgleich. Hilfst du mir, helfe ich dir oder helft ihr mir, helfe ich euch.
in einem angemessenen Maß, das muss man jetzt nicht auf Heller und Pfennig immer begleichen, aber in einem angemessenen Maß, mit dem man eben ja in einem richtigen Verhältnis anderen hilft, aber auch von anderen Hilfe bekommt. Wobei es zum Beispiel keinen Abbruch tut, wenn man mal durchaus in Vorleistung geht und vor allem auch mal kleinere Gefallen jemand tut, der vielleicht gar nicht drum gebeten hat. Für mich ist zum Beispiel sowas, einige wissen es ja, ich bin auch Künstler und ich war jetzt gerade in Hamburg auch bei einer Vernissage und war vorher in ein paar Galerien und so weiter und da waren unter anderem zwei Künstler hier aus Regensburg auf dieser Vernissage vertreten und ich schätze die beiden sehr und wenn ich in irgendeiner Galerie bin oder mit irgendeinem Kunstexperten spreche, wo ich sehe, das könnte passen, dann erzähle ich dem von denen und zeige ihnen Arbeiten, habe ich immer auf meinem Handy, auf meinem Handy ist voll von Arbeiten von Künstlern, zeige dann gerne auch auf dem Handy die Arbeiten und wenn sie es interessiert, gebe ich denen Namen und E-Mail-Adresse. Aber nicht nur die beiden jetzt, sondern ich habe eine ganze Menge Künstler, für die ich mich einfach begeistern kann. Und ohne dass ich jetzt von denen irgendetwas erwarte, ja, mache ich das gerne, weil irgendwo kommt es vielleicht auch zurück, aber es ist nicht der Grund, dass ich es deswegen mache. Aber das ist ja so dieser Karma-Gedanke, ja. Wenn ich Gutes gebe, dann meint das Karma auch gut mit mir. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es tut mir ja nicht weh, wenn ich irgendjemand begeisternd über einen guten Künstler erzähle. Und das mache ich natürlich jetzt auch bei Trainerkollegen oder bei Coaching-Kollegen, wenn ich weiß, jemand ist in einem Fach besonders gut. Ich decke ja nicht so viele Fächer ab, ich decke halt mein konsequentes Fach ab. Und wenn ich jetzt sage, okay, jemand braucht zum Thema Single was, dann empfehle ich die Mariam Wienen. Oder wenn ich sage, jemand braucht zum Thema Vertrieb was, dann hängt es ein bisschen ab von welchem, dann weiß ich da ein paar Trainer und dann empfehle ich halt diesen oder jenen Trainer zum Thema Vertrieb. Und zwar gerne und ohne, dass ich da einmal gleich eine Provision dafür verlange oder sonst was. Und das tut ja nicht weh. Also man kann ja immer ein Stück weit in Vorleistung gehen und anderen erzählen, was man Tolles gehört, gesehen, erlebt, beigebracht bekommen hat. Und vielleicht erzählt ja auch der ein oder andere, der von diesen Videos hört, von meinen Videos oder teilt eben tatsächlich mal den Video auf seiner Chronik oder Kommentare und Likes helfen mir ja zum Beispiel auch schon. Also was immer ihr da macht, ist natürlich immer so eine schöne Geschichte, weil es wird euch auch wieder irgendwo, irgendwann irgendetwas bringen. Das ist so dieses Karma-Prinzip, ja, und ich glaube da durchaus dran. Wie kann man jetzt Nein sagen? Und das ist einmal natürlich eine reine kommunikative Ebene, nämlich wie sage ich es, da bringe ich dann noch ein paar Beispiele. Aber das Erste ist, dass man sich selbst erstmal die Erlaubnis gibt. Ja, Thema Selbstwert, Thema Selbstsicherheit. Ich gebe mir die Erlaubnis, dann, wenn es nicht passt oder wenn ich es nicht will oder wenn ich es aus verschiedenen Gründen nicht machen kann oder will, dann darf ich auch Nein sagen. Das ist ganz wichtig. Ja? Und dass man sich das dann auch wirklich traut. Aber dazu muss man sich eben erstmal die Erlaubnis geben. Der zweite Schritt ist, dass man auch dann, wenn man Nein sagt, sich die größtmögliche Mühe gibt, aber vielleicht wirklich auch aus dem Herzen raus, dass man auch dann immer höflich, wertschätzend und freundlich dabei bleibt. Selbst dann, wenn einem der andere nicht wichtig ist. Das ist auch zum Beispiel ein Ding, wenn man, was weiß ich, auf der Straße angesprochen wird und mit dieser Person sonst keinen Bezug hat. Auch da kann man höflich und wertschätzend bleiben und ich muss gestehen, das bin ich nicht immer. Weil manchmal nervt's mich und dann kann ich schon auch mal deutlich sein. Aber da muss ich mich am Riemen reißen, weil das ist nicht gut, da kann man auch nett bleiben. Ja? Gut, manchmal, wenn der andere so sehr nervt, dann braucht er vielleicht auch so mal das Stoppsignal. Aber ansonsten kann man in fast allen Situationen wirklich immer höflich, respektvoll, wertschätzend bleiben. Und ich fahre immer am besten damit, dass ich so viel wie möglich wertschätzend bleibe. Also selbst wenn ich zum Beispiel mal, ist Gott sei Dank noch nicht oft passiert, aber wenn ich in einem Seminar angegriffen werde, doch, diese Woche hatten wir das, da hatte ich ein Beispiel von Video. Und in diesem Video war ein Amerikaner und da ging es auch unter anderem um Russland. Und dann hat sich der russische Teilnehmer an seiner russischen Ehre gepackt gefühlt und man hat gemerkt, er ist so richtig wütend.
Er hat es versucht, höflich zu machen, er war so richtig wütend und hat angefangen, auf dieses Beispiel zu schimpfen, das ich da im Video gezeigt habe. Und klar, wir hätten da auf Konfrontation gehen können oder ich hätte jetzt auch irgendwo dieses russische Thema, das da war, ansprechen können. Aber ich habe es eben so wertschätzend gemacht und bin höflich geblieben und habe ihm gesagt, okay, kann man in der Sache so oder so sehen. Mir geht es ja hier um den kommunikativen Inhalt. Und hat er sich unheimlich schwer getan, in dem Moment irgendwas zu sagen. Aber er kam dann später und hat sich entschuldigt dafür, dass er da etwas zu emotional geworden ist. Und das hätte er sicherlich nicht gemacht, wenn ich ihn irgendwie einfach nur wie soll ich sagen, unterdrückt hätte oder wenig wertschätzend geblieben wäre. Ja? Also von daher, es hilft immer wertschätzend zu bleiben, in jeder Situation, kann ich immer nur empfehlen. Eine weitere Grundregel beim Nein sagen ist nicht entschuldigen und nicht, also rechtfertigen auch nicht, aber man kann es begründen. Und entschuldigen, also generell alles so, ah, oh, es tut mir furchtbar leid und sei mir nicht böse und solche Geschichten. Man kann schon mal sagen, leider, ja, oder sorry, aber jetzt nicht da eine ganze Nummer draus machen, also nicht übertreiben, weil so ein leider ist schnell mal in einem Satz drin, würde ich auch immer wieder machen und da sehe ich auch kein Problem drin. Und begründen ist auch in Ordnung, aber eben nicht rechtfertigen. Und die Grenze ist natürlich manchmal fließend. Wo hört das eine auf, wo geht das andere los? In dem Moment, wo du aber das Gefühl hast, du musst dich verteidigen, dann geht's ins Rechtfertigen und das würde ich weglassen. Aber du kannst durchaus mal sagen, weil ich gerade an einem anderen Projekt arbeite oder weil ich gerade keine Zeit habe oder ähnliches. Das ist eine Begründung, aber noch keine Rechtfertigung. Ja? Rechtfertig ist dann, wenn du anfängst, dich groß zu verteidigen. Ganz wichtig ist auch nicht, um den heißen Brei zu reden. Also irgendwie so schwammig formulieren oder erstmal große Vorrede oder sonst irgendwas, sondern sag direkt Nein auf eine höfliche Art und ich nenne gleich noch Beispiele, aber sage es direkt, ohne groß um den heißen Brei zu reden und vielleicht, ach, da noch einen kleinen Hinweis, wenn du eine Frau bist, sage es auch so, dass wir Männer verstehen, dass damit Nein gemeint ist. Und ich glaube, du weißt sehr genau, was damit gemeint ist, denn Frauen kommunizieren anders als Männer und das verstehen wir Männer manchmal nicht. Das ist das Beispiel, das ich sicher schon ein paar Mal gebracht habe, weil ich bringe es immer gerne auch in meinen Seminaren, weil es so typisch ist. Sie sagt, Liebling, der Müll müsste runtergebracht werden. Er sagt, ja, stimmt. Sie meinte aber, bitte bring ihn jetzt runter. Das hören wir Männer aber einfach nicht, weil das war nicht die Aussage. Die Aussage war, der Müll müsste runtergebracht werden. Und so ähnlich ist es beim Nein sagen. Ja, ich kann mich noch erinnern, früher haben wir dann oft so beim Flirten gehört, vielleicht, ja, wollen wir am Samstag miteinander ausgehen. Oh, vielleicht. Ja, bis wir dann irgendwann mal kapiert haben, dass das meistens schon ein Nein war. Aber warum sagt man dann nicht Nein? Ja, also. Direktere Kommunikation ist da ganz wichtig, vor allem zwischen Frau und Mann, dass es wirklich ein direktes, nicht um den heißen Brei reden, ganz klipp und klar sagen, was man meint, ist ganz, ganz wichtig. Oft ist auch eine Alternative zu bieten, hilfreich, nicht in jeder Situation, aber dass man auch sagt, dafür habe ich gerade keine Zeit, frag doch einfach Laura oder was immer die Alternative ist, also auf jemand anders verweisen oder schau auf der Hilfeseite von Apple nach. Ja, auch solche Möglichkeiten können manchmal eine gute Alternative sein. Also sprich den anderen nicht ganz im Regen stehen lassen, wenn er nicht weiterkommt. Aber nur weil du dich beispielsweise in Word besser auskennst als er oder in irgendeinem anderen Programm, musst du nicht immer die Word-Schulung machen und jeden Fehler zeigen. Kannst halt auch mal sagen, du, das ist in der Hilfestellung von Word drin, da findest du das unter dem Stichwort XY oder ähnliches. Ja? Also durchaus auch mal da Alternativen bieten. Ja, was kann man jetzt für Techniken nehmen? Und da gibt es ganz unterschiedliche, die auf ganz unterschiedliche Sachen abzielen. Und ich nenne einfach mal ein paar. Die meisten davon habe ich aus dem E-Book, das ich mal vor einer Zeit veröffentlicht habe, das im Moment allerdings nicht verfügbar ist. Aber da gibt es so Sachen wie, oh, das tut mir leid, das geht im Moment leider nicht. Und dann nichts mehr weiter. Ja? Also keine Begründung, gar nichts, sondern einfach nur, das geht im Moment leider nicht.
oder das geht dieses Mal nicht oder weil es im Moment nicht geht, ja, ist auch so. Es geht leider nicht, weil es im Moment nicht geht. Macht zwar nicht viel Sinn, aber es funktioniert. Und dazu ein ganz kurzes Beispiel. Man hat eine Situation simuliert, wo an einem Kopierer viele Leute anstehen mussten. Typische Kopierer auf dem Flur und da standen schon vier, fünf, sechs Leute Schlange. Und dann kommt einer und fragt den Vorderen in der Schlange, also den quasi der als erster, als nächster quasi dran ist, fragt: Ah, kannst du mich bitte zum Kopieren vorlassen? War die Variante 1. Und da haben 60% immerhin schon vorgelassen, ja, weil sie nicht Nein sagen können. Okay. In der zweiten Variante hat er gefragt: Kannst du mich bitte vorlassen, weil ich es gerade besonders eilig habe? Also er hat eine Begründung dazu geliefert. Jetzt waren es über 90%, wenn ich mich richtig erinnere, 93%, die ihn vorgelassen haben. Jetzt aber das Witzigste: Kannst du mich bitte vorlassen, weil ich gerne kopieren möchte? Das will der andere auch, das ist keine echte Begründung, das ist so eine Scheinbegründung wie: Das geht jetzt nicht, weil es nicht geht. Also eigentlich vollkommen unsinnig. Trotzdem war es nur 1% weniger als bei einer richtigen Begründung, 92% haben ihn vorgelassen. Also so lustig das manchmal ist, aber so funktioniert das manchmal mit unserer Kommunikation. Wir hören das Wort weil oder ähnliche Begründungsverbindungen und schon hören wir eine Begründung hinterher, auch wenn die gar nicht so ist. Und da gibt es eine schöne Szene von Michael Mittermeier, das ist ja so einer meiner großen Lieblinge neben Monika Gruber. Und da gab es in einem früheren Stück von ihm mal eine Geschichte, wo er gesagt hat, das ist die bayerische Argumentation. Da ging es um Streit mit der Freundin. Und da hat er gesagt, die Katze bleibt draußen, weil die Katze draußen bleibt. Also er begründet die Sache mit der Sache. Ist natürlich eine schöne Möglichkeit, ja. Es geht leider nicht, weil es gerade nicht geht. Ist natürlich unsinnig, aber trotzdem funktioniert es, wie wir gerade gesagt haben. Dann, was auch gut ist, dass man sagt, oh, ich mache sowas sonst immer gerne, aber heute geht's gerade nicht. Oder, oh, du weißt, ich helfe dir gerne, jetzt geht's leider nicht. Irgendwie sowas in der Art. Also ein Vorwegschieben, dass man es ja sonst immer gerne tut und dass es jetzt nicht geht. Auch hier muss keine Begründung folgen. Ja? Was auch gut ist, wenn man sagt, oh ja, oder ich versuche gerade nach einer besseren Formulierung. Ja, also wenn ich jemanden frage, kannst du mir dabei bitte helfen? Ja, ich weiß, dass du das selber gut kannst. Probier es doch nochmal. Wenn du selbst nicht klarkommst, komm bitte später nochmal auf mich zu. Das heißt, man sagt erstmal, dass er es selber gut kann oder dass man es ihm zutraut, je nachdem natürlich, was die Aufgabe ist, die passende Formulierung. Und kommt danach mit einem, ich mach's jetzt nicht. Bietet aber als Alternative vielleicht sogar an, das muss nicht mal immer sein, bietet als Alternative noch an, dass man sagt, okay, und wenn du wirklich nicht klarkommst, kannst du immer noch zu mir kommen. Da passiert nämlich jetzt auch Folgendes. Der fühlt sich jetzt in seiner Ehre verletzt, wenn er es nicht doch nochmal ausprobiert. Das heißt, der möchte es jetzt ausprobieren, weil du hast ja gesagt, dass du weißt, dass er es kann. Also will er es natürlich auch können und wird es dann in den meisten Fällen auch machen. Das funktioniert übrigens durchaus auch bei einem Chef, weil es ist ja schon auch noch ein Unterschied, ob du deinem Kollegen, deiner Kollegin Nein sagen musst oder deinem Chef, deinem Kunden, deinem Chefchef oder sonst irgendjemand, der eine gewisse autoritäre Macht über dich hat. Ja, aber auch da muss man das ein oder andere Mal Nein sagen, weil es nicht anders geht. Vor allem, wie ich das schon öfters hatte, auch bei Coaching-Klienten, wenn du nicht für eine Person, sondern für mehrere Personen, ich sag mal ganz bewusst, Befehlsempfänger bist und alle kommen mit Befehlen. Also, konkretes Beispiel hatte ich vor nicht allzu langer Zeit mit einer Sekretärin von zwei Chefs, ja, zwei Firmeninhaber hatten gemeinsam eine Sekretärin. Die beiden waren nur leider zerstritten und haben sie beide immer mit viel Aufgaben eingedeckt und jeder hatte es natürlich immer eiliger als der andere und sie saß immer zwischen den Stühlen, was natürlich ziemlich unangenehm ist. Dann hat er in dieser Version jetzt, in der letzten, die ich gerade gesagt habe, hat man auch so diese Verschiebungstaktik drin. Also nach dem Motto, wenn du immer noch nicht zurückkommst, kannst du nochmal auf mich zukommen. Dieses Verschieben funktioniert auch in vielen anderen Techniken, indem du beispielsweise sagst, ja, mache ich gerne, kann ich aber erst in 3 Tagen. Oder geht im Moment leider nicht, gerne später.
Oder komm bitte nächste Woche nochmal auf mich zu, dann kann ich dir helfen. Oder irgendwelche Formulierungen in dieser Art. Das heißt, wo du zwar zusagst, aber es verschiebst. Und idealerweise so weit verschiebst, dass es gerade etwas später ist, als der es braucht. Du hast den Trick verstanden, ja? Also sprich lang genug, aber natürlich auch nicht utopisch lange verschieben, so dass es halt für den anderen knapp wird. Es kann auch einfach nur sagen, dass du sagst, ja, ich mach's gerne, leg's mir her hin, ich kann es allerdings erst nach meiner jetzigen Aufgabe machen, das wird übermorgen Abend sein. Und in dem Moment ist dem vielleicht klar, dann ist es ihm zu spät, er hätte es ja gerne jetzt gehabt. Was auch gut ist, wenn du die Aufgabe lobst oder den Versuch, diese Aufgabe dir zu übertragen. Das ist eine interessante Aufgabe. Ich kann sie jetzt allerdings nicht machen. Oder danke, dass Sie mir das anvertrauen. Ich muss Ihnen leider jetzt absagen. Und du merkst schon, ich sage da manchmal auch ein leider rein. Man muss das leider nicht verwenden. Es ist so ein kleines Höflichkeitswort. Es kann aber auch als wahre Floskel angesehen werden und dann einfach halt rauslassen. Was auch noch eine Technik ist, ist, dass man zeigt, dass man sich's ernsthaft überlegt. Das kann ganz kurz sein, also dich fragt jemand und du sagst, nee, geht nicht. Also so kurz, ich denke kurz drüber nach, kann man zum Beispiel durch Blickkontakt oder ähnliches machen und dann sagen, nee, geht nicht. Oder, sorry, nee, geht nicht. Sowas in der Art. Also ein kurzes Überlegen kann da schon sehr, sehr weit helfen. Es kann aber auch sein, ich muss mal schauen, dass ich das unterbringe. Ich melde mich in einer Stunde. Und nach einer Stunde meldest dich, das solltest du dann allerdings auch. Also es ist immer blöd, wenn du dann sagst, ich melde mich in einer Stunde und dann lässt du nichts mehr von dir hören, weil das wird dann wirklich als unsicher wahrgenommen. Deswegen Erinnerung ins Handy. Ja. Ich sage dann einfach kurz, hey Siri, erinnere mich in einer Stunde oder Wecker in einer Stunde. Ja, jetzt meldet sich Okay, natürlich. sag mir einfach, woran du erinnert werden willst. Ja. War klar, oder, dass sich Siri jetzt meldet. Okay, liegt vor mir. Also ich sag dann einfach, dass sie mich in einer Stunde erinnern soll, dass ich auch wirklich in einer Stunde dran denke. Und dann rufst du in einer Stunde an und sagst, tut mir leid, geht leider doch nicht. Du wirst hoffentlich eine andere Möglichkeit finden. Sowas in der Art, ja. Was auch hilfreich ist, einfach zu sagen, das tut mir jetzt leid für Sie. Und da ist dieses für Sie sehr wichtig und nicht nur einfach, das tut mir leid, sondern dieses für Sie zeigt so eine Art, da meinte Es sie, ist jetzt ist aber Siri irgendwie innerhalb Achtstellung. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil die hat gerade auf für Sie reagiert. Da ist dieses für Sie, ich kann es glaube ich nicht ganz ausmachen, ich habe es ja schon auf lautlos, ich weiß gar nicht, was ich da machen muss, dass sie ganz aus ist. Wahrscheinlich in Flugmodus. Dieses für sie ist da wichtig, weil du damit zeigst, dass es dir nicht leid tut wegen dir, sondern für die andere Person. Und deswegen, es tut mir leid für sie. Und dann brauchst du auch sonst nichts weiter sagen, dann ist es normalerweise geklärt. Was auch sehr gut funktioniert, ist sowas wie, das mache ich grundsätzlich nicht. Das geht natürlich nicht bei jeder Aufgabe, aber gerade bei bestimmten Aufgaben ist das sehr, sehr stark und dann nichts weiter sagen oder noch stärker wäre, was allerdings nur bei bestimmten, ja, sagen wir mal, extremen Aufgaben geht, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja? Dann muss es allerdings schon auch was sein, was eine Gewissensfrage ist. Ja? Aber auch da und dann nicht weiter diskutieren, nichts weiter machen, sondern einfach nur das im Raum stehen lassen. Ich überlege gerade, was man noch. Ja, was auch so sind jetzt so einzelne Sachen noch. Ich helfe dir gerne, aber nicht bei diesem Projekt. Ja, oder danke, dass Sie mir so viel Vertrauen entgegenbringen. Das funktioniert jetzt trotzdem nicht. Oder ähnliche Formulierungen. Ja, also es ist letztendlich immer eine ähnliche Technik. Das heißt, du sagst auf jeden Fall ein klares Nein. Du rechtfertigst dich nicht, du entschuldigst dich nicht. Manchmal bietest du eine Alternative, wo es sinnvoll. Oder du lässt es eben deutlich und klar im Raum stehen mit deinem Nein, weil manchmal kann auch ein nettes Anschauen und dann sagen, leider nein, ja,
kann auch schon ausreichen. Aber das Wichtige ist natürlich auch, dass du es nicht nur sagst, sondern dass du auch über deine Körpersprache zeigst, dass du es einerseits nett meinst. Das können übrigens Frauen viel besser, weil Frauen können in so einer Situation prima lächeln. Wir Männer denken, wenn wir Nein sagen, müssen wir auch grimmig schauen. Das ist ein Blödsinn. An der Stelle sollten wir nicht grimmig schauen, sondern eher freundlich schauen. Aber auch bestimmt schauen. Also nicht gleich nach unten gehen, wegschauen, weil dann wirkt es als nicht ernst gemeint, als unsicher und macht die Tür auf für einen weiteren Versuch. Ja, das waren jetzt so ein paar Ideen, wie man gut Nein sagen kann. Vielleicht noch ein letzter Tipp ganz zum Schluss, weil den finde ich auch ganz, ganz wichtig. Nämlich natürlich solltest du auch andere um Hilfe bitten und ganz besonders natürlich die, die dich auch öfters um Hilfe bitten. Weil, wie ich ja ganz am Anfang schon gesagt habe, es geht immer auch um so eine Art Ausgleich, wenn auch nicht um Heller und Pfennig. Aber so ein, das ist ganz witzig, gell? Warum sagen wir da eigentlich nicht Cent? Wir sagen immer noch Heller und Pfennig, obwohl es Heller schon ewig und Pfennig schon länger nicht mehr gibt. Also es geht nicht um einen Ausgleich des Kontos, dass es ganz genau gleich ist, um Heller und Pfennig, sondern es geht um ein in etwa ausgewogen sein. Aber wenn du immer nur für andere hilfst und andere dir nicht helfen, und man kann ja auch mal seinen Chef um einen Gefallen bitten oder seinen Kunden um einen Gefallen bitten, dann wirkt es halt schnell sehr einseitig und dann wirkst du entsprechend schwach. Wenn du also um Hilfe gebeten wirst, frag auch du umgekehrt andere um Hilfe, denn das lohnt sich und das ist zeigt auch den anderen, dass du dich auch auf Augenhöhe wahrnimmst und steigert natürlich auch letztendlich deinen Selbstwert, wenn du diese Hilfe gewährt bekommst und letztendlich auch deine Selbstsicherheit, weil du merkst, es ist nichts dabei, auch mal Nein zu sagen, und weil du merkst, auch du darfst fragen und darfst dich genauso verhalten, wie die anderen es mit dir auch tun. So, das war jetzt noch so ein kleines Schlusswort, weil auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Gib dir die Erlaubnis, Nein sagen zu dürfen. Und ja, du wirst sehen, es lohnt sich in vielen, vielen Fällen. Aber sag eben nicht überall Nein. Also ich würde auch einen Teufel tun und überall Nein sagen. Bei mir ist zum Beispiel auch so, bei meinen Seminaren, ich rede jetzt von den Seminaren im B2B-Bereich, da sage ich immer am Schluss, wenn irgendjemand mal eine Frage zu dem Thema hat, kann er mich jederzeit kontaktieren. Das kostet bei mir keinen Aufpreis, nichts. Das tun sehr wenige, aber ich freue mich sogar, wenn es jemand tut, weil dann habe ich eine Chance, mit denen nochmal ins Gespräch zu kommen und vielleicht das eine oder andere rauszuhören, wie es ihnen seit der Zeit ergangen ist, was es ihnen gebracht hat, das Seminar etc. Und auch so, auch jetzt bei jetzt selbstsicher, wenn jemand eine Frage hat, ich bin immer im Rahmen, in einem vernünftigen Rahmen, bin ich immer gerne bereit, anderen zu helfen und Antworten zu geben und so weiter. Also es ist durchaus auch eine Aufforderung an dich, wenn du mal eine Frage hast, kannst du dich unter letter@jetztselbstsicher.de oder auf meiner Facebook-Seite oder in der Facebook-Gruppe bei mir, kannst du dich jederzeit gerne melden und eben das auch mal was fragen. Warum auch nicht? Ich bin immer gerne auch für andere da. Denn es ist auch ein Unterschied zwischen echter Hilfsbereitschaft und dieser Hilfsbereitschaft aus der Angst heraus abgelehnt zu werden und damit letztendlich aus einem niederen Selbstwert heraus. Jo, ich habe noch kein Thema für nächste Woche bestimmt. Ich werde es sicherlich die nächsten Tage wieder veröffentlichen. Vielleicht mache ich das heute Abend sogar noch, weil ich werde jetzt gleich wieder den Video hochladen auf YouTube und den Blogartikel schreiben, der dann morgen früh online geht. Also da beschäftige ich mich dann meistens auch gleich mit dem Thema für nächste Woche. Solltest du irgendeinen Wunsch haben, dann jetzt gerne gleich noch unten in die Kommentare rein. Wenn nicht, dann freue ich mich einfach, wenn wir uns nächsten Sonntag in alter Frische wieder sehen. Und wie gesagt, wer mag, gerne noch teilen, Kommentare unterschreiben, Herzchen oder Daumen nach oben oder sonst irgendwas. Hilft mir immer, hilft euch letztendlich, denn wenn die Community hier wächst, was sie bisher noch nicht sonderlich getan ist, dann werde ich das fortführen und wenn es irgendwie, wenn ich merke, das dümpelt so dahin, dann werde ich irgendwann sagen, nee, dann bringt's auch nichts. Leider, aber ich hoffe, dass sich das Ganze hier noch ein bisschen verbreitet. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart. Alles, alles Liebe. Danke Nicole, danke Gabi und wer sonst noch alles zugehört hat. Macht's es gut, einen wunderschönen Sonntagabend und ja, was immer ihr vorhabt. Ich werde hoffentlich später noch die Zeit am Tatort zu schauen. Das ist immer so mein Sonntagabend, wie der vieler anderen Deutschen auch, Millionen anderer Deutschen auch. Aber was immer ihr vorhabt, macht es gut. Und vor allem
eine wunderschöne neue Woche. Ab morgen lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns, hören uns wieder. Bis dann. Jo, wäre schade, stimmt, Gabi, aber ich gebe mir größte Mühe, dass es sich verbreitet. Ich schalte jede Woche Werbung drauf. Es sind irgendwie noch nicht mehr geworden. Ich hoffe aber, dass es bald mehr werden. Und ihr könnt mich dabei gerne unterstützen. Und vielleicht werden es ja bald mehr. Ich glaube da fest dran. Alles Liebe euch alles. Gute. Ciao, ciao.